Ich habe wohl irgendwie die Animation ausgeschaltet. Hoppala. Kann ich das noch anpassen? Wie, ich dachte, ich hätte das hier alles auf Mittel gestellt. So. Okay, Mitte macht schon einen Unterschied. Oder? Sieht ein bisschen anders aus jetzt, ne? Ah, oh, keine Ahnung. Ja, wo haben wir den dann begegnet überhaupt? Ah, wir hatten einen Reiter hier. Solange das Kolosseum steht, wird Rom bestehen. Wenn das Kolosseum untergeht, wird auch Rom untergehen. Und mit ihm die Welt. Ja. Hallo. Ich müsste da wirklich Escape drücken, finde ich seltsam. Neues Zentrum. Nee, ganz im Ernst, wir brauchen jetzt mal ein paar Handwerker, kann ja nicht sein. Und hier will ich doch schnell die Produktion ändern. Weil eigentlich brauchen die hier Wohnraum. Ich verstehe zwar nicht, warum ich das nicht vorgeschlagen bekomme. Obwohl, nee, die haben einfach nicht genug Futter, ja, auch gut. Jo. Warum? So. Eine Beförderung ist verfügbar, sehr schön. Exaktes religiöses Denken ohne Theologie gibt es genauso wenig wie exakte Messungen und Astronomie ohne Mathematik oder eine exakte Herstellung von Eisen ohne Chemie. Zeigt mir wenigstens. Ah, da. Okay, begeistert. Dubeltig. Ja, ich habe keine eigene Städte. Sonst glaube ich, ist das alles in Ordnung. Ja, Schrift würde Sinn machen, wenn ich eine eigene Städte habe. So, ich wollte auf jeden Fall meine Straße nach Kyoto bauen. Voilà. Schiffsaufzeichnung. Nee, ganz im Ernst, komm, Handwerker, zack. Und noch einen Gesandten nach Lavendna. Zack. Förderung.
Noch eine Religion, toll. Wie kann ich meine Religion ausgeben? Eine Einheit? Nee. Okay. Ah nee, ich kann keine Objekte mit Glauben kaufen. Ja, dann noch gut. Toll. Zack. Und nächste Runde. Wie war diese Mönche hier? Warum dauert das denn jetzt so lange? Wem ist es denn? Hallo? Okay. So, Handwerker haben wir jetzt. Eine heilige Stätte wäre wirklich so langsam angebracht. Der Bauernhof hier ist eh geplündert. Da bekommen wir am meisten Bonus. Und meinen letzten Gesandten hinschicken. Und dann bekomme ich noch mehr Glauben. Nice. Das ist ein Kolossalkopf. Sehr schön. So, dann schnappen wir uns hier mal die Nahrung. Kolossalkopf. Okay. Alhambra. So. Du verschanzt dich wieder. Wenn ich hier hin einen Bauernhof baue, habe ich mehr Bonus, ne? Dann hier unten mal eine Plantage bauen. Wäre nicht zu dumm. Was? Unfreundlich? Warum ist er nicht animiert, Salze? Unfreundlich, also eine Krone.
Ja, natürlich. Der mag aber niemanden. Du magst natürlich den Kerl. Was für eine Sch nix ist die Person, bla bla bla. Natur. Ich glaube, das hat wenig Sinn. Aus Richtung wählen. Öffentliche Verwaltung. Eine Allianz mit Amerika zu machen, würde mich schon etwas freuen. Was, mein Händler hier ist fertig, hat einen Weg gebaut, okay. Produktion ist immer noch sehr wichtig. Ich glaube, und warte das und dann kaufe ich hier mal ganz im Ernst einen Kornspeicher für mehr Wohnraum. So. Ja, hier die Weizen, schnappst du dir auch noch? Wer hat dann die Straße da gebaut? Diese Ägypter! Kann ja nicht dein Ernst sein, nur damit das. Mann. Wir sind alle Gesellen in einem Handwerk, in dem nie jemand Meister wird. Was machen die Projekte hier unten? Ah, das ist wie früher. Okay, ja. Einfach nur etwas produzieren und statt etwas zu bauen, ja. So. Ja, du machst hier ganz genau. Ja. Cleveland. Und wo soll die sein? Ah, hier. Ja. Ich brauche unbedingt mal Eisen, ganz im Ernst. Ich hier noch einen Bauernhof baue, habe ich einen größeren Bonus. Was ist das? Mein nächstes Luxusgut oder was? Ah, ne. Ah, da sind die Apostel, ja dann. Jo.
Boah. Jetzt weiß ich nicht sofort, was ich mit dem Handwerker hier noch mache. Da könnte ich eigentlich schon einen Bauernhof bauen, um den Bonus einzuheimsen. Eine Galeere. Was bekomme ich noch vorgeschlagen? Mauern. Komm, Monument, zack. Habe ich da ein Lager gebaut? Nö, noch nicht. Also, Lager, ich meine eine Plantage. Tut mir leid, aber ich traue dir nicht. Der Zweck der Erziehung ist, einen leeren Geist durch einen offenen Geist zu ersetzen. Okay. Warum kann ich hier jetzt keinen Bauernhof bauen? Der zuerst fehlt, dass ich die Wälder kaputt haue oder was? Seltsam. Ah, weil eine. Weil es nur einer ist. Okay, ja, das macht Sinn. So langsam werde ich wirklich aggressiv gegen Ägypten. Lauter Papiere und Formulare. Der ganze Staatsapparat ist wie eine Festung aus Papieren, Formularen und Regeln. Diskutieren. Oh, nee, Wie kann ich jetzt, Freundschaft verkünden? Okay. Allianz. So. Gut. Was wollen wir als nächstes machen? Gilden. Voll. Was für ein Wirtschaftssystem wollte ich nochmal als nächstes? Nee, was für ein Politiksystem wollte ich als nächstes haben? Glaubt, das war Theokratie, ne? Ja. Ups. Und für Theokratie brauche ich Reformkirche.
Unsere Fondskirche befindet sich hier. Okay, da war die Audio jetzt mal ganz kurz sehr seltsam. Also wenn ich noch einen Markt bauen würde. Okay, nee, Markt kann ich gerade nicht bauen. Okay. Ja, komm, wir wollen mal da einen Bauernhof, um die Nahrung hier etwas zu steigern. Brutus und Cassius. Brutus war der, den Julius gekillt hat. Cassius weiß ich nicht mehr. Das ist sowas von. Schau dir das an, du hast hier so viel Platz und dann musst du hier anfangen, Sachen zu bauen. Warum tust du mir das an? Kann ja nicht dein Ernst sein, so. Ich finde sowas von geil, wie da nur einer einmal zuschlägt und dann ist die Modernisierung schon fertig. Ah, oh, so gut. Okay. Warum kann ich da jetzt Umweltschütze? Man pflanzt Wälder und fängt keine Gelände an. Manche würden die Wälder anpflanzen. Okay. Hoppala! Ich könnte auf jeden Fall. Ich möchte aber eigentlich schon Amerika da ein bisschen aushelfen. Aber das Problem ist, sobald ich gegen Rakidat vorgehe, kommen die hier alle mehr. Mich nerven. Komm, eine Galeere. So. In der nächsten Politik, die ich ändern kann, kann ich dann die Handwerker wieder entfernen, glaube ich. Das Gefühl, dass sich die Tageszeit hier überhaupt nicht mehr anpasst, also will ich nur kontrollieren, ob das korrekt da eingestellt ist. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt noch mal schauen gehe. Okay, gut. Hier ist ja noch alles auf Mittel, ne?
Schon wieder auf Benutzer definiert. Verstehe ich nicht. So. Die Galerie ist fertig. Geh mal. Eine Eskorte mit. Ah. Okay, ja. Geh mal erkundigen. So. Was ist da momentan das Problem in. Fukuoka hat nicht genug Wohnraum. Yokohama hat das noch genug Wohnraum? Ja, auf jeden Fall. Komm hier einen Siedler vorgeschlagen. Werde ich gesagt, weiß ich. Na doch, komm. Hier unten ist noch Platz, sehe ich gerade. Da ist Wild, da ist Gewürz, da ist Kupfer. Hier könnte man auf jeden Fall. Ja, aber der. Ah, ich muss es wagen, ganz im Ernst. Amerika hat mir gesagt, ich soll nicht mehr hier in der Gegend ansiedeln, aber ganz im Ernst, schau dir das nur an. Amerika, du hast hier was. Okay, du hast hier was. Ich bin komplett eingegrenzt. Lass mir einfach meinen Raum, so. New York wird beladen. Weißt du was? Ich wag's. Was habe ich schon zu verlieren? Wir müssen Ägypten schwächen. Ich gehe jetzt in New York aushelfen. Wie kann ich dich in eine andere Stadt transferieren? So, in Kyoto. So. Zack. Du bleibst hier. Nächste Runde und jetzt wird... Oh ja, ich bin gerade dabei, Wunder zu bauen. Das wird etwas länger dauern. So kann ich eigentlich nicht wirklich Militär ausbilden, aber trotzdem. Hast du da irgendwas vom Militär, was mir bedrohlich sein wird? Maronia Wagenbogenschütze. Da. Okay, das ist aber nur ein schwerer. Okay. Was? Nein! Oh Mann! Dass der einfach automatisch geht, stört mich schon etwas. Kann ich das irgendwo anpassen? Spiel, Oh. Händler in andere Stadt. Nee. Uns Weg einrichten. Mit St. Louis. Und ich da eine Straße habe. Okay, Renaissance. Mitten in einer zünftigen Belagerung. Ja, hier ist gerade eine Belagerung. So, ich würde mal sagen, damit haben wir. Sind wir jetzt mal in die Renaissance-Zeitalter angekommen? Das wäre eigentlich jetzt ein Moment, wo wir aufhören könnten. Für heute. Nächstes Mal treffen wir uns dann wieder, wo wir dann vielleicht uns mal endlich um Ägypten kümmern und ihr mal zeigen, also Kleopatra mal zeigen. Dass sie nicht die ganze Zeit machen kann, was sie will. Ne? Also dann, Leute, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Griffio.